Welches Auto lohnt sich beim Japan-Import? Das ist eine Frage, die viele von euch unserem Vertriebler Dennis gestellt haben. Denn ihr wisst ja, ich habe ja mit meinem Geschäftspartner zusammen marimux.com gegründet, den Partner für den Japan-Import, bei dem es um 100% transparent und Kundenzufriedenheit geht. Denn bei uns gibt es nun vor der Auktion ein Besichtigungsvideo mit Lackmessung und so weiter. Genug Werbung gemacht. Ihr wollt jetzt wissen, bei welchem Auto kann man gegenüber dem deutschen Markt richtig viel Geld sparen? Denn unser Vertriebler Dennis hat sich bei mir gemeldet und meinte, Marius, mach bitte mal so ein Video. Viele von euch haben sich nämlich bei uns gemeldet und meinten, ja, ich weiß gar nicht genau, welches Auto ich möchte, aber ich will irgendwas, was sich eben lohnt. Und darum geht es heute und es gibt auch noch eine große Überraschung im Video, denn eines dieser 5 Autos, die ich gleich nennen werde, habe ich mir, als ich vor ein paar Monaten in Japan war, gekauft und am Sonntag kommt dann das Reveal-Video. Also ratet auf jeden Fall fleißig in den Kommentaren, welcher der Boliden es geworden ist. Sonntag kommt das Video und gleichzeitig wird der auch auf dem Grip das Moto-Event stehen. Das verlinke ich euch auch auf jeden Fall. Da habe ich mit Raphael zusammen eine Boxengasse und da könnt ihr gerne vorbeikommen und Hallo sagen. Ich freue mich auf jeden Fall auf euer Kommen. Aber jetzt geht's los mit den Autos. Mercedes-Benz W210 E55 AMG. Den gab es von 97 bis 2002 und ist ein komplett grundsolides Fahrzeug. Unter der Haube hat er einen 5,4 Liter V8 Saugmotor, den M113, der eigentlich komplett problemfrei ist, bis auf ein paar kleine Ölverlustprobleme, die manchmal auftreten. Hat 354 PS, 530 Newtonmeter, 5G-Tronic, Mercedes-Getriebe, auch komplett rock solid. Das ist wirklich alles, wirklich die Bulletproof-Technik von Mercedes. Zuverlässiger geht's fast gar nicht. Und gerade das einzige Problem vom 210er ist ja Rost. Und das Problem hat man in Japan so gut wie gar nicht. Von 0 auf 100 geht's in 5,7 Sekunden. Und jetzt fragt ihr euch, was kostet so ein Ding in Japan und was in Deutschland? In Japan kauft man ja, wenn Autos, um welche in extrem gutem Zustand und mit geringer Laufleistung zu bekommen. Und wir haben nämlich kürzlich für einen Kunden eingekauft mit 45.000 Kilometer, der für knapp 20.000 Euro in Deutschland stehen würde. Vergleichbare Fahrzeuge in Deutschland beginnen gerade mal bei 35.000 Euro und liegen zum Teil mittlerweile bei über 40.000 Euro in einem solchen Top-Zustand mit schön dunklem Holz und frischem Leder. Porsche 991.1 911 Carrera S. Jetzt kommen wir direkt zu einem weiteren Fahrzeug, das wir für einen Kunden kürzlich gekauft haben, nämlich einen 2012er Carrera S. Das war auch der letzte normale 911 Carrera, der einen Saugmotor hatte, mit 400 PS, 440 Newtonmeter auf 100 in 4,3 Sekunden. Und jetzt kommen wir zu dem Auto, das wir kürzlich für einen Kunden gekauft haben. Ich packe euch mal hier noch ein paar Bilder rein. Der bekommt den Wagen nämlich mit Gesamtkosten abholbereit verzollt am Bremerhaven. Das ist wirklich ein Carrera S gewesen, mit volle Hütte und allem, was man sich nur wünscht, 78.000 Euro und der Wagen hatte nur 14.000 Kilometer runter, also quasi Jahreswagenzustand und das Beste kommt noch. Wir haben den bei Porsche gecheckt für den Kunden und der Wagen hat sogar noch Garantie bis 2024. Bei Porsche kann man das nämlich, wenn man so einen, ich glaube, 150-Punkte-Check macht, immer weiter verlängern. Und das ist einfach ein richtig krasser Preis. Vergleichbare Fahrzeuge in Deutschland mit der Laufleistung gibt es erstmal fast keine und die liegen so um die 100.000 Euro. Also hat der Kollege hier um die 20.000 Euro gespart. BMW F30 Active Hybrid 3. Jetzt kommen wir zu einem Auto, was viele von euch wahrscheinlich gar nicht kennen. Den gab es nämlich zwar in Deutschland zu kaufen, wurde hier aber fast gar nicht verkauft. In Japan hingegen schon. Den gab es von 2012 bis 2015. Und eigentlich handelt es sich hierbei um einen 335i mit dem 3 Liter Reihensechszylinder N55 Single Turbo Motor, der normalerweise, glaube ich, 306 PS hat. Hier hat er 340 PS. Systemleistung wegen noch dem Elektrohybridantrieb. Er kann aber eben nur knapp 4 Kilometer elektrisch fahren, deswegen bekommt man da keine steuerlichen Vorteile, weshalb den wahrscheinlich damals keiner in Deutschland gekauft hat. Aber die gibt es natürlich sehr günstig in Japan. 340 PS, 54 Newtonmeter, 8-Gang-Automatikgetriebe, Heckantrieb 0 auf 100 in 5,3 Sekunden und die bekommt man mit unter 100.000 Kilometern auf der Uhr für Gesamtkosten von knapp 15.000 bis 17.000 Euro. Also habt ihr quasi einen 335i mit ein bisschen Hybridtechnik drin, der ein bisschen weniger Sprit braucht. Und Vergleichspreis in Deutschland gibt es nicht wirklich. Ich habe mal bei Mobile geschaut, da gab es einen einzigen Inserierten, der auch eine deutsche Auslieferung war. Deswegen, ich schätze mal, für Deutsche hat es sich jetzt nicht so gelohnt, weil es eben keinen Steuervorteil gab. Aber für euch kann es sich jetzt lohnen. Das ist, glaube ich, ein Auto, was viele von euch nicht kennen. Ist quasi ein 335i, nur eben günstiger. Maserati Quattroporte 5.
Den gab es von 2003 bis 2008 im Vorfacelift. Manche lieben das Design, manche hassen es. Aber bei einem sind wir uns alle, glaube ich, einig. Der 4,2 Liter Ferrari V8 unter der Haube. Der Motor ist zwar ein bisschen anders als die Triebwerke, die genau im Ferrari verbaut wurden, aber der gehört zur gleichen Motorenfamilie wie auch der V8 im Ferrari F430 und auch 458. Hier leistet er 400 PS und 451 Newtonmeter. Den gab es mit dem Ferrari F1 Getriebe, im Maserati hieß es dann Duo Select. Da bekommt ihr die schon für Gesamtkosten von um die 10.000 Euro mit unter 100.000 Kilometern komplett verzollt in Deutschland. Ich würde euch aber eher zu einem späteren raten, ab 2007. Die gab es nämlich dann mit dem ZF6 HP, was damals ja auch in diversen BMWs verbaut waren, Wandlerautomatikgetriebe. Deutlich zuverlässiger und die gibt es so in gutem Zustand mit um die 50.000 Kilometern zwischen 15.000 und 17.000 Euro. Also echt ein guter Preis, denn so ein Fahrzeug geht in 5,2 Sekunden auf 100 und in Deutschland, um so einen mit diesem Getriebe zu bekommen, da legt man 30.000 bis 35.000 Euro hin. Mercedes-Benz W222 S500. So, kommen wir mal zur letzten S-Klasse-Generation, dem S500, den es von 2013 bis 2020 gab. Wir konzentrieren uns jetzt aber erstmal auf das Vorfacelift. Der hat einen 4,7 Liter V8 Biturbomotor mit 455 PS und 700 Newtonmetern unter der Haube und geht in 4,8 Sekunden auf 100. Und da könnt ihr auch ordentlich Geld sparen, vor allem wenn ihr einen mit geringer Laufleistung sucht. Die gibt es nämlich ziemlich oft in Japan. Dort bekommt man die in der Auktion oft mit einer Laufleistung von 30.000 bis 50.000 Kilometern. Und in Deutschland findet man solche Fahrzeuge eigentlich fast gar nicht mit der Laufleistung, weil es ja eigentlich ein Autobahnbomber bei uns ist. Und zwar bezahlt man für so ein Auto in Japan so 37.000 bis knapp über 40.000 Euro abholbereit am Hafen in Europa. Muss natürlich dann noch umgerüstet werden, TÜV und so weiter. Ist bei jedem Auto ja noch ein bisschen anders. Da helfen wir euch und unsere Partner natürlich auch. Und was kostet so ein Ding in Deutschland? Ich habe nur ganz wenige gefunden. Der billigste, der so eine Laufleistung in die Richtung hatte, war 55.000 und die restlichen lagen alle so bei 65.000 Euro aufwärts. Also da kann man auch ordentlich sparen, wenn man so ein Auto in richtig frischem Top-Zustand sucht. Also Freunde, dann würde ich mal sagen, ich freue mich auf euer Kommen beim Grip das Moto-Event, da werdet ihr den Wagen schon sehen und ansonsten lade ich euch gerne ein. Sonntag, 11 Uhr, kommt das Review-Video einer der genannten 5 Autos, habe ich gekauft. Ich bin mal gespannt auf eure Kommentare, was ihr glaubt, welcher es geworden ist. Und ansonsten, wie gesagt, wenn ihr jetzt auch mit dem Gedanken eines Japan-Imports spielt, gerne meine Firma marimux.com, Marimux Imports, ganz oben in der Videobeschreibung auschecken. Unser Vertriebler, der Dennis, kümmert sich gerne um euch und klärt euch auch über alle Kosten und wie sich alles zusammensetzt auf. Und da würde ich sagen, ich freue mich auf jeden Fall auf Sonntag. Ich freue mich auf euch und ansonsten auf eure Kommentare. Also abonnieren, Glocke aktivieren nicht vergessen und dann sehen wir uns hoffentlich bald. Macht's gut, ciao!